Ne? Sitzt, passt, wackelt, Landluft. Ein Video, auf das ich mich jetzt beziehe, ist ein Video von mir. Das heißt der Klappsägentest. Und dann gab es ein Video von mir, das heißt irgendwie, glaube ich, Krudi Klappsäge. Und da habe ich euch diese Säge hier vorgestellt. Und habt ihr auch im Wald getestet. Im Klappsägentest hatte ich welche, die Bakko Lappländer, die Lidl Klappsäge, welche Marke war das denn? Ich glaube Krivet, also es ist aber eigentlich immer dieselbe Marke. Und also Aldi, Lidl und die Bakko. Und dann gab es eine von Lidl, war das die von 2012 oder von 2013? Ich meine die von 2013. Und 2014, das heißt jetzt Ende Februar, gab es von Lidl wieder eine Klappsäge. Und ich weiß nicht, wer die produziert hat. Achtung, schaut sie euch an. Also drauf steht OWIM GmbH Stiftsbergstraße Neckarsulm. Das ist die Firma, das ist die Adresse, wo Lidl ansässig ist. Und Lidl ist übrigens die Mutterfirma von Kaufland. Also Kaufland und Lidl ist das gleiche. Es gibt von Kaufland zwei Gesellschafter. Das eine ist Lidl und das andere ist Schwarz. Also Lidl Schwarz OHG ist Kaufland. Jetzt guckt euch die Klappsäge genau an. Guckt es euch genau an. Vor allen Dingen das hier. Ich halte die gleich mal daneben. Das ist die, die ich euch gerade gezeigt habe, vom Krudi. Dem Krudi gehört, da habe ich noch nicht nachgeguckt. Guckt hin. Seht ihr das hier? Da. Jetzt machen wir mal einen direkten Vergleich. Und selbst die Zahnung ist die gleiche. Ich würde jetzt sagen, muss ich nicht testen, aber ich mache es trotzdem. Jetzt sehen wir die vom Lidl. Die hackt nicht. Jetzt muss ich nochmal hingucken. Genauer hingucken. Die hat den gleichen Anschliff. Aber seitenverkehrt. Das heißt, auf Zug, der geht nicht schwerer als auf Druck. Weil auf Druck würde man sie verbiegen und auf Zug zieht man sie. Und die ist auf Druck falsch geschliffen. Schaut euch mal mein Video an, das heißt wirklich der Klappsägentest. Schaut es euch an, wir werden sehen. Die
Tide Klappsäge 2014. Ist die bessere. Ich würde ja sagen, das ist eine Einhandsäge. Mal gucken, ob die da von Cody auch kann. Na gut, gibt's halt kein schönes Klassenfoto zum Schluss. Die scheint nicht schlecht ab. Also meiner Meinung nach. Ist natürlich keine Bakulaplinge. Die beißt sich durch jedes Holz wie Blöde. Aber so für das kleine Portemonnaie. Vielleicht mal so 85% von der Baku ist sie wohl schon. Sauber scheint die auch. Obwohl die vom Design nicht gleich sind. Ich bin mir sicher, dass das gleiche Metall. Wahrscheinlich auch die gleiche Schneidemaschine. Schleifmaschine, weil die sind auch im Schliff. Gleich. Vom Griff her gleich. Mal sehen, ob ihr das so sehen könnt. Also ich schicke mir eine Nachricht, ich mache euch Aufnahmen. Das müsste die gleiche Firma gewesen sein. Fast 100% sicher. Gut, das war's. Danke fürs Zuschauen. Wette und Kommentare werden gerne gesehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Ausschalten.